Ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu meiner Präsentation und dann dem anschließenden Fachgespräch. Bevor ich jetzt in den richtigen Handlungsauftrag reingehe, möchte ich mich kurz noch vorstellen. Mein Name ist Thomas Durst, bin 28 Jahre alt, komme aus Coburg, arbeite bei der Firma Roos, ist ein mittelständiger Betrieb. Wir sind Zulieferer für die Automobilbranche im Kunststoffbereich, machen hauptsächlich Wasserpumpen. Und dort arbeite ich momentan als Werkzeugmechaniker. Und wenn ich heute mein Fachgespräch gut abschließe, dann werde ich da auch aufsteigen in eine Meisterposition. Gut. Dann habe ich hier eine kleine Agenda vorbereitet. Und fange jetzt erstmal mit der Einleitung an und werde nochmal meinen Handlungsauftrag vorlesen oder in einem Wort zusammenfassen. Also, wir stehen ja Geländer her und Zäune. Und momentan haben wir einen Großauftrag von einem Baumarkt, den wir mit den normalen Kapazitäten, die wir haben, nicht erreichen können. Jetzt wurde ich vom technischen Geschäftsführer dazu beauftragt, Maßnahmen einzuleiten, um den Auftrag trotzdem herzustellen. Darunter fällt dann zum Beispiel, wahrscheinlich brauchen wir eine Sonderschicht, weil es so immens ist, dass es nur mit Überstunden nicht bewältigt werden kann. Das war es zu meiner Einleitung und gehen wir über in den Hauptteil. Mein Hauptproblem ist da natürlich die Mehrarbeit, wo ich jetzt auch da eingehen werde, wie ich das erreichen will. Da bin ich davon ausgegangen, ich mache das in der Management-Regelkreislauf, wenn ich mit dem Ziel starte. Ich muss nochmal zu verdeutlichen, den wir auch nochmal anpinnen. Wir müssen erstmal, was ist unser Ziel? Unser Ziel ist, wir müssen den Auftrag erfüllen. Wir haben einen Auftrag gekriegt, der ist auch wichtig für unsere Firma. Und wir wollen auch den Kunden im Baumarkt nicht verlieren, weil wir von Folgeaufträgen natürlich ausgehen. Dann gehen wir natürlich mit einem Soll-Ist-Vergleich weiter. Wir müssen gucken, wo stehen wir, zwecks unseren Kapazitäten und wo müssen wir hin, um den Auftrag erfüllen zu können. Ich bin dann hier mal auf die Probleme eingegangen. Also unser Soll-Ist-Vergleich kam raus, wir haben momentan keine Betriebsvereinbarung. Was natürlich sehr stört, wenn wir haben noch nichts vorgelegt, wie wir jetzt mal schnell so eine Schicht einführen können. Also wir müssen auf jeden Fall da angreifen. Wir benötigen eine Sonderschicht, weil nur mit Überstunden ist es nicht zu erreichen. Nur in der normalen Arbeitszeit, dass jeder vielleicht mal eine Stunde mehr macht, können wir den Auftrag nicht erreichen. Es ist die Frage, wie decken wir die Sonderschicht ab? Schaffen wir es mit mehr Personal? Also müssen wir mehr Personal, müssen wir sogar Personal einstellen? Oder schaffen wir es mit Überstunden des Personals, dass wir vielleicht sagen, wir teilen unsere Gruppe, weil wir haben ja Mitarbeiter, und sagen, wir teilen die Gruppe auf, wir haben momentan gar keine Schicht, vielleicht sind die Maschinen auch gar nicht ausgelastet. Wir könnten ja sagen, wir teilen die Gruppe, eine macht Spätschicht, eine Frühschicht und wir haben trotzdem, bringen dadurch mehr Ausbringungsmenge. Oder nehmen Personal von anderen Abteilungen, die wir zu den Auftrag mit ranziehen, was natürlich auch die schnellere Möglichkeit wäre. Und wenn wir jetzt erst noch Personal beschaffen müssen, dann wird es mit dem Auftrag wahrscheinlich ziemlich eng. Dann gehen wir weiter mit unserem Plan. Was wir erreichen wollen, wissen wir jetzt. Dann ist die Frage, wie? Wie erreichen wir unseren Plan? Und es ist klar, wir brauchen eine Sonderschicht. Da kommen wir nicht drum rum. Und in dem Plan müssen wir uns natürlich überlegen, jetzt mehr Personal oder Personal aus allen Abteilungen herziehen. Oder schaffen wir es trotzdem mit Überstunden, dass wir die Leute einfach auf zwei Schichten aufteilen und die dann jeweils trotzdem noch Überstunden machen lassen, um das doch besser abzudecken. Und natürlich auch langfristig zu sehen, brauchen wir die Schicht jetzt nur, um unseren Auftrag durchzuführen, oder wollen wir uns generell erweitern
und haben noch Folgeaufträge, die wir sonst auch nicht abdecken könnten. Dann müsste man natürlich in das mehr Personal, dann müsste auch überlegt werden, ob da nicht Personal konsequent eingestellt wird. Das ist aber zukünftig. Ich bin jetzt davon ausgegangen, wir gehen da jetzt nur in das Kurzfristige, also innerhalb von 3 Monaten muss das jetzt alles geklärt sein und muss der Auftrag laufen. Sonst springt er uns ab und lässt beim Konkurrenten fertigen. Das wollen wir natürlich vermeiden. Weiter gehen wir mit der Durchführung. Dazu gehört natürlich, wir müssen natürlich von Anfang an, alles was Personal ist, muss der Betriebsrat mit einbezogen werden. Und den werden wir auch von Anfang an mit ins Boot ziehen. Und dann muss natürlich mit Betriebsrat Betriebsvereinbarung angelegt werden. Weil da hat er ein Mitbestimmungsrecht. Aber der Betriebsrat wird sehen, dass es ein wichtiger Auftrag für uns ist und wir werden uns auch mit ihm einigen, weil es ja wirklich positiv ist für die Mitarbeiter. Wir können uns einen Standort sichern, was ja heutzutage in der Branche nicht mehr leicht ist. Und dann werden wir die Schicht einführen. Wir werden auf 2 Schicht gehen, werden dann das Schichtsystem klar machen, werden natürlich schon in den ersten Schritten, schon wenn wir wissen, der Auftrag kommt, wir haben ihn fast sicher, werden wir die Mitarbeiter mit einbeziehen und ihnen sagen, auch ist der Auftrag da, es wird sich was ändern. Und vielleicht dann auch durch den KVB-Prozess hier Mitarbeiter mit reinholen. Vielleicht haben die auch Ideen. Weil ich habe ja das Personal und das Personal ist ja sehr geschultes Personal, was ich habe. Und ich habe die ja auch, dass die mir ihre Ideen weitergeben. Und will da nicht. Sonst schreckt es auch sehr ab. Es wird dann oft geredet, ja, da kommt was Neues. Und das will ich schon mal vermeiden, indem ich sie in das Ganze mit einbeziehe. Gut, wir führen die Schicht ein, arbeiten in der Schicht, dann müssen wir natürlich weitergehen in die Kontrolle. Wir müssen jetzt kontrollieren und die Frage, die sich uns stellt, wird unser Ziel erfüllt? Schaffen wir es jetzt mit den Maßnahmen, unser Ziel ist, den Auftrag zu erfüllen, schaffen wir es oder wird es immer noch knapp? Oder sind wir vielleicht auch viel über dem Ziel und können vielleicht die Schicht nachsagen oder die Überstunden, die wir zusätzlich noch angeordnet haben, wieder herunterfahren, was natürlich auch für die Mitarbeiter eine ziemliche Entlastung ist, weil auf Dauer kann man natürlich keine Überstunden fahren. Muss ja auch laut Gesetz, müssen sie auch wieder abgefeiert werden, dass die Leute auch wieder auf ihre Erholung kommen. Dann gehen wir in den Act und damit überlegen wir uns, damit nehmen wir das auf der Kontrolle auf und versuchen dessen wieder unsere Schlüsse draus zu ziehen und natürlich wieder in den Kreislauf mit einzubinden. Und das wäre die Frage, ist noch mehr Arbeit erforderlich? Oder reicht die Arbeit, was wir in der Kontrolle ja kontrolliert haben? Was ich ja vorhin schon gesagt habe, wichtig wäre in der ganzen Nummer, die Mitarbeiter mit einbeziehen. Gibt es kein böses Blut, weil die Mitarbeiter müssen auch den Auftrag stemmen, um unsere Firma nach vorne zu bringen. Und da ist es wichtig, dass ich sie schon im Boot habe, dass sie auf meiner Seite stehen und das zusammen durchziehen. Kann man natürlich auch mit Prämien locken, wir machen mit dem Auftrag durch, ist eine Gewinnbeteiligung und lauter so Sachen, dass ich auf jeden Fall hinter mir stehen habe. Das wäre jetzt immer Hauptteil gewesen. Jetzt gehen wir nochmal kurz in die Zusammenfassung. Wir haben unsere Probleme erkannt, die wir haben. Haben darauf unser Ziel festgelegt, nachdem wir den Soll-Ist-Vergleich gemacht haben. Haben wir natürlich dann genau übereinander gelegt, wie viele Stunden werden gearbeitet, wie viele Fehlzeiten haben wir und so weiter. Was ist noch an Urlaub offen, können wir vielleicht den Urlaub nach hinten verschieben. Solche Sachen haben wir alles mit berücksichtigt. Gehen in unseren Plan. Unser Plan sagt dann, wie wollen wir es machen? Wir brauchen eine Sonderschicht. Für die Sonderschicht decken wir mit Personal von anderen Abteilungen ab. Und noch Überstunden, weil wir werden beides brauchen, weil wir haben das Personal einfach nicht, aber wir wollen den Auftrag erstmal stemmen. Und dann werden wir noch einen langfristigen Plan anlegen. Dann gehen wir ins Durchführung,
Wenn Sie sich jetzt die Betriebsvereinbarung schreiben, wo es auch genau mit Schicht geregelt ist, dass dann auch zukünftig nochmal sowas kommt, auch natürlich ein Schritt dann weniger, wenn die da steht, dann kann man auch sowas mal schneller stemmen. Werden die Schicht einführen, werden in der Schicht arbeiten lassen, werden vielleicht auch schon mal Zwischenkontrolle, vielleicht ein Meilenstein, dass wir sagen, bis da und dahin müssen wir den Auftrag zu so und so viel Prozent geschafft haben. Weil wenn wir erst zum Schluss gucken, ob wir das geschafft haben oder nicht, ist es zu spät. Wir müssen zwischendrin schon mal schauen. Also kontrollieren wir, ob das Ziel erfüllt wird oder ob es dann erfüllt ist zum richtigen Termin. Wenn wir dann durch zwischendrin gucken, brauchen wir noch mehr Arbeit oder können wir schon runterfahren, können die Mitarbeiter entlasten. Und aus dem ganzen Kreislauf können wir dann ein neues Ziel festlegen. Also ein neues Ziel festlegen, wenn der ganze Kreislauf ist und wir haben so ein Problem wieder, ziehen wir natürlich hier im Eck unsere Schlüsse und werden es beim nächsten Mal mit einbeziehen. Das wäre eine Ausführung zu dem Thema mit der Mehrarbeit. Somit sollten wir es auf die Reihe bekommen und sollten den Auftrag stemmen und damit wieder den Kunden zufriedenstellen und natürlich auch guten Gewinn einfahren. Jetzt würde ich jetzt die Fragerunde übergehen. Da können Sie noch gerne Fragen über alles stellen. Ich stehe für alles offen, weil ich so gut wie möglich beantworten. Dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und stehe zu den Fragen zur Verfügung.